Kollaborative Roboter sind Maschinen, die ohne Schutzzaunsysteme sich in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen und eine Vielzahl von Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen übernehmen können. Sie arbeiten gemeinsam mit Menschen an Aufgaben, sodass viele Arbeitsabläufe sich einfach automatisieren lassen. Ein kollaborativer Roboter kann mit verschiedenen Peripheriesystemen wie Greifer, Sensoren oder Kameras ausgestattet werden, damit sein Einsatzspektrum durch das Sehen, Fühlen oder Hören erweitert werden kann. Der Vorbereitungsprozess für die Programmierung eines Roboters stellt einen wesentlichen Schritt dar. Der Benutzer muss eine klare Vorstellung vom Zielprozess haben, um die erforderlichen Abläufe für die Ausführung des Zielprozesses identifizieren zu können. Um eine schnellstmögliche Erstellung von einfachen Anwendungen gewährleisten zu können, kann der kollaborative Roboter direkt durch die gewünschten Bewegungen manuell geführt werden. Dabei werden die Bewegungen in Echtzeit aufgezeichnet und in ein Programm umgewandelt. Die Programmierung dieser Roboter erfolgt in einer Low-Code-Umgebung mit vorgefertigten Programmbausteinen. Dadurch können robuste Anwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse und ohne umfangreiche technische Kenntnisse erfolgreich erstellt werden. Die intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht es den Benutzern, durch ein einfaches Drag-and-Drop-Verfahren der Bausteine in eine visuelle Oberfläche schnell Workflows und die dazugehörigen Programmcodes für die gewünschten Anwendungen zu erstellen. Insgesamt bieten kollaborative Roboter eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung für die Automatisierung verschiedenster Arbeitsabläufe. Bei der Qualifizierung für diese neue Technologie steht Ihnen das Projekt Lernbund gern zur Seite.